Die Rundfunkorchester zeichnen sich dadurch aus, dass sie innerhalb von kürzester Zeit auch teilweise sehr unbekannte Sachen erlernen müssen. Wir haben nicht sehr viel Zeit, wir haben eine Woche meistens pro Produktion Zeit. Wir müssen sehr präzise arbeiten, wir müssen schnell arbeiten und das spiegelt sich natürlich dann auch im Klang wider. Also große Kompaktheit, keine Angst vor Neuem, keine Scheu vor dem Besonderen und hohe Präzision, weil bei uns läuft quasi Tag und Nacht das Mikrofon mit, wenn wir musizieren. Die Beziehung zu meinem Kontrabass hat natürlich mein Leben geprägt. Ich wäre nicht in Wien, wenn es den Kontrabass nicht gäbe. Ich habe mich halt in das Instrument verliebt und habe dann im Orchester begonnen zu arbeiten. Und das hat mich dann, also das Studium hat mich nach Wien gebracht. Und seitdem bin ich mit dem Instrument verwurzelt, wie mit einem guten Freund. Meine Geige wurde von Andreas Carolus Leeb gebaut, 1796. Das ist also eine Wiener Geige. Und eben die Beziehung zu einem Instrument ist immer etwas sehr Persönliches. Es ist eigentlich sowas wie eine Liebesbeziehung, wo man sehr viel Rücksicht nehmen muss auf den anderen. Ein Instrument kann auch sehr launisch sein, zum Beispiel meine Geige jetzt gerade im Herbst wird ein bisschen launisch, deswegen muss ich sie sehr liebevoll behandeln. Ich liebe es, im Orchester zu spielen. Wir sind so viele immer auf der Bühne. Je nach Besetzung kann es auch über 100 Menschen sein. Und trotzdem können wir uns musikalisch verständigen. Deswegen müssen wir immer auf die anderen Kollegen Rücksicht nehmen, die Ohren offen halten und schauen, ob ein anderer Kollege vielleicht eine wichtigere Stimme als wir spielt.